Wer sonst, wenn nicht die Japaner, baut elektronische Tintenbildschirme direkt in Smartphone-Hüllen ein? Es sind die weltweit ersten Hüllen mit einem solchen Upgrade, das mit vielfarbiger Tinte arbeitet. Die Hüllen müssen nicht separat aufgeladen werden, da sie dank der NFC-Technologie sowohl mit Strom als auch mit Daten versorgt werden können. Eine Hülle kostet 72 Euro. Die Fans von AR- und VR-Systemen bekommen eine weitere Revolution zu sehen. Zu verdanken ist dies Mark Zuckerberg, dessen Unternehmen den Quest 3 auf den Markt gebracht hat. Dieses Headset verfügt nicht nur über zwei Bildschirme mit einer Auflösung von 2064x2209 Pixeln, sondern auch über sechs Kameras, die Mixed Reality unterstützen. So können die Kunden nicht nur durch virtuelle Welten streifen, sondern auch ihren Küchentisch in einen Flügel verwandeln und darauf Konzerte geben. Den Weg von und zur Arbeit kann man kaum als einfach und angenehm bezeichnen. Wer dem zustimmt, sollte sich Rollwalk ansehen. Ein Team aus Hongkong hat sie erfunden und verkauft sie als persönliches Mini-Elektroauto. Rollwalk macht das Pendeln und Einkaufen viel einfacher und lustiger. Die Entwickler von Asobu H2 haben einen ungewöhnlichen Technologie-Cocktail mit dem Geschmack von Sport und Musik gemixt. Das Rezept? Eine Thermosflasche mit ca. 600 ml Inhalt und ein Ladegerät für Kopfhörer. Die doppelwandige Flasche hält Getränke 12 Stunden lang heiß oder einen ganzen Tag lang kalt. Die britischen Profis von Seasense haben mit der Vorbestellung des Agile-Fahrradlichts begonnen. Die Auslieferung ist für Februar 2024 geplant. Agile kostet 40 Euro. Viele wären aber auch bereit, mehr auszugeben. Schließlich wiegt das Licht nur 30 Gramm und leuchtet im hellsten Modus bis zu 16 Stunden. Igloo ist ein Vorreiter für greifbare Erlebnisse im digitalen Zeitalter. Aus diesem Grund hat das Unternehmen nicht nur ein weiteres intelligentes Gerät entwickelt, sondern ein 2-in-1-Gerät. Es heißt Tornado und ermöglicht nicht nur das Heizen, sondern auch das Beduften eines Raumes. Dieses nützliche Gerät wird in Handarbeit aus gebranntem Ton hergestellt. Die Familie der Anti-Stress-Spielzeuge hat wieder Zuwachs bekommen. Diesmal mit dem Lettuce Ball. Er wird von einer kleinen amerikanischen Firma hergestellt. Der Ball lässt sich zusammendrücken, dehnen und zusammenschieben. Kurz gesagt, damit kann man sich herrlich entspannen. Lettuce Ball ist auch eine schöne Erinnerung daran, welche Überraschungen Innovationen manchmal mit sich bringen. Schließlich muss der Kunde keinen fertigen Ball kaufen, sondern kann ihn selbst auf einem 3D-Drucker ausdrucken. Für Gitarristen kann es schmerzhaft sein, Akkorde zu spielen. Die Tatsache ist, dass sich die Fingerkuppen an die Belastung gewöhnen und nach rauer werden. Bei vielen Gitarristen bilden sich anfangs sogar Schwielen. Deshalb verkauft die kanadische Firma Rock Dreamer dieses Ding, mit dem man seinen Fingern eine Pause gönnen kann.
Es wird am Gitarrenhals befestigt und spielt auf Knopfdruck den gewünschten Akkord. Cyberästhetik im Retro-Stil, erklären die Macher dieser Powerbank. Sie ergänzen das stylische Gehäuse mit einem Display und bieten 8-Bit-Grafik. So können auf dem Display neben technischen Informationen auch einfache Spiele dargestellt werden. Ansonsten handelt es sich mehr oder weniger um eine herkömmliche Powerbank. Sie hat eine Kapazität von 10.000 mAh und kann sowohl mit herkömmlichen Kabeln als auch kabellos magnetisch aufgeladen werden. Chinesische Experimente zur Verkleinerung von Projektoren haben ein neues Niveau erreicht. Der Jeber Piku T1 passt in jede Hosentasche und wiegt nur 150 Gramm. Natürlich ist die Auflösung mit 960x540 Pixeln eher bescheiden. Aber die Entwickler haben Kalibrierung, Fokussierung und Bildausrichtung hinzugefügt. Und es gibt sogar einen winzigen 1,5 Watt Lautsprecher. Atmen, wie es die Natur vorgesehen hat, empfiehlt die britische Firma Brief. Durch einen unglaublichen Zufall verkauft sie einen super umweltfreundlichen Luftreiniger. Er wurde mit NASA-Technologie hergestellt und reinigt mit Moos, Aktivkohle, Kokosnuss und Schafwolle. Ein solcher Luftreiniger verbessert die Luftqualität auf 36 Quadratmetern in nur einer Stunde. Laut den taiwanesischen Entwicklern von Atlan Cube braucht ein durchschnittlicher Mensch im Laufe seines Lebens bis zu 100 Stunden für das Einloggen. Da scheinen 46 Euro für diesen Schlüsselanhänger eine durchaus gerechtfertigte Ausgabe zu sein. Der Schlüsselanhänger speichert Logins und Passwörter und ermöglicht deren Nutzung über Bluetooth. Dazu muss man ihn mit dem Smartphone, Laptop oder anderen Geräten verbinden. Der Schlüsselanhänger kann bis zu 1000 Logins und Passwörter speichern. Diese Informationen sind durch eine starke Verschlüsselung geschützt. Du gehst auf Reisen. Welcher Gegenstand landet zuerst in deinem Koffer? Die Amerikaner von Collar Perfect sind sich sicher, dass es dieses Bügeleisen sein soll. Es kostet 64 Euro und hat 6 Temperatureinstellungen von 110 bis 177 Grad. Die Litho-Handfunkgeräte waren bei den Indiegogo-Unterstützern so beliebt, dass die Kampagne rund 292.000 Euro einbrachte. Die Entwickler aus Hongkong bieten ein revolutionäres Produkt an, das buchstäblich Grenzen überwindet. Mit Litho kann man bis zu 58 Kilometer weit kommunizieren. Eine Batterie reicht für 16 Stunden Kommunikation. Für die Steuerung haben sich die Entwickler einen Touchring ausgedacht. Auch das amerikanische Team Mation Inc. arbeitet fleißig. Sie haben den Elektrorasierer neu erfunden. Das Ergebnis heißt Moto Zero und überrascht sowohl durch sein Design als auch durch seine Füllung. Das Gehäuse wurde von Sportwagen inspiriert. Da es durchsichtig ist, kann der Besitzer jederzeit das reichhaltige Innenleben des Moto Zero bewundern.
Viele Jogger trainieren aus beruflichen Gründen früh morgens oder spät abends. Da liegt es auf der Hand, dass sie diese japanische Taschenlampe gut gebrauchen können. Die Leuchtkraft von 350 Lumen reicht aus, um zu jeder Tageszeit und bei jedem Wetter sicher laufen zu können. Man trägt sie einfach am Finger. Das ist alles, schreiben die Entwickler. Soziologen haben einmal nach einem Land gesucht, in dem die Menschen am schlechtesten schlafen. Südkorea hat gewonnen. Dort schlafen nur 35% der Befragten gut. Zum Vergleich, in Indien schlafen 68% gut. Kein Wunder, dass das Go-Sleep-Gerät aus Südkorea stammt. Es hilft beim Einschlafen, indem es die optimale Konzentration von Sauerstoff und Kohlendioxid reguliert. Außerdem nutzt es Aromatherapie, Licht- und Luftströme. Die Wirksamkeit ist nicht schlecht. Laut den Entwicklern kann man innerhalb von 15 Minuten einschlafen. Wisst ihr, was FOMO ist? Die Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen. Sie tritt häufig auf, wenn man zu viel Zeit in den sozialen Netzwerken verbringt. Dieses Set wurde sozusagen auf Grundlage von FOMO entwickelt. Es umfasst drei Dinge und hilft, drei Fragen zu beantworten. Wer, wo und wann? Zuerst wird ein Event in einem sozialen Netzwerk erstellt. Eine Pfeife gibt dann die Gästeliste bekannt. Ein Kompass weist den Weg zum Veranstaltungsort. Und die Taschenlampe wird zum Timer und zeigt die verbleibende Zeit bis zum Event an. Warum gibt es noch kein Multitool mit einem Werkzeug für das Entfernen einer Fahrradkette? Oh, Moment, das gibt es schon. Das sagen zumindest die Entwickler von Tradesman. Dieses Multitool soll die Herzen der Radfahrer erobern. Es hilft, die Fahrradnippel zu bearbeiten, Gänge einzustellen, Speichen zu spannen und so weiter. Dabei ist das Werkzeug kompakt und wiegt nur 176 Gramm. Am Ende des ersten Teils von Kevin allein zu Haus entkommt die Hauptfigur den Einbrechern mithilfe eines selbstgebauten Systems aus Seil und Fahrradlenker. In der professionellen Serienfertigung nennt man solche Systeme Seilrutschen. Auch das sichere Anhalten ist kein Problem. Dazu dienen diese Bremssysteme. Der Bremsweg hängt von der Länge der Seilrutsche ab und beträgt 6 bis 9 Meter. Ein Set kostet etwa 105 Euro. Das TreeMate Instruction System kann nicht mit intelligenter Befüllung, Scannern, Sensoren und so weiter prahlen. Das hindert es aber nicht daran, jungen Bäumen zu helfen. Das System besteht aus einem Ständer und einem Ring. Eine zusätzliche Schutzscheibe ist ebenfalls erhältlich. Ziel der ganzen Geschichte ist es, das gefährliche Schwanken der Bäume zu verhindern. Gleichzeitig soll der Baum aber auch nicht zu fest fixiert werden, da sonst die Wurzeln geschwächt werden. Ein Ring ohne Ständer kostet 15,50 Euro.